Hallo meine Lieben, heute am Vollmond im Zeichen des Löwen begrüße ich euch ganz herzlich zu einem kurzen und knackigen Impuls aus dem Tarot für alle Seelenverwandten. Ja, ganz kurz vorneweg, ihr wisst es schon, die meisten kennen dieses Reading schon, aber wer heute zum ersten Mal dabei ist, erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bei diesem Reading geht es nicht nur um romantische Seelenverbindungen, sondern einem Seelenverwandten kann man in allen Bereichen seines Lebens begegnen. Ja, das sind Seelen, die aus derselben Seelengruppe oder Seelenfamilie stammen und mit denen wir uns bereits vor Eintritt in dieses Leben zu einem Treffen verabredet haben. Und meistens haben diese Seelenverwandten eine Aufgabe für uns im Gepäck oder wir bringen eine Aufgabe in ihr Leben. Ja, das heißt, oftmals erkennt man diese Menschen wirklich gleich von Anfang an, denn es kann entweder sein, das ist oft bei den Liebesbeziehungen der Fall, dass du dich zu diesem Menschen sofort unglaublich hingezogen fühlst. Das fühlt sich alles so vertraut an, als würde man sich schon lange kennen. Man hat das Gefühl, bei dem anderen bin ich wirklich zu Hause, ja. Aber es können durchaus auch Menschen sein, die triggern vom ersten Moment an irgendetwas in dir, ja, also die berühren sozusagen deine dunklen Flecken. Und ich bin sehr gespannt, was ich da heute fürs Kollektiv zeigen möchte, denn wir haben ja heute diesen sehr, sehr aufwühlenden Vollmond im Zeichen des Löwen. Das ist eine Vollmondenergie, die wirklich viele Menschen aus dem Gleichgewicht bringt. Es ist zwar eine sehr kraftvolle Energie, ja, der Löwe schenkt natürlich auch Mut und Tatkraft, aber dieser Vollmond leuchtet ziemlich gnadenlos sein Licht in unsere dunkelsten Ecken. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf unsere Session heute. Das wird mit Sicherheit eine interessante Reise mit Erzengel Michael. Ich werde morgen kurz davon berichten. Vielleicht bist du morgen wieder dabei hier auf dem Kanal. Da gibt es dann nämlich ein Reading zu diesem Vollmond. Ja, meine Lieben, wenn ihr selber mal vielleicht so einen Impuls auf eure ganz spezielle Seelenverbindung gelegt haben wollt, dann schaut gerne hier mal ins Textfeld unter diesem Video. Hier in der Infobox findet ihr alle Infos dazu, denn das ist immer mal ganz schöner Hinweis. Ja, um was geht es gerade für dich in dieser Verbindung? Also wir schauen nicht nach dem anderen, sondern wir schauen nach deinen Aufgaben, denn das ist der Hauptaspekt bei diesen Seelenbegegnungen, ja, dass wir erkennen, um was geht es für uns. Ich werde eine Karte aus dem Tarotdeck Feuer, Herz und Flügelschwert herausmischen. Das ist die Hauptenergie. Mit diesen Zitaten auf den Karten finde ich die immer sehr inspirierend. Und danach werde ich diese Karte noch mit zwei Karten aus dem Golden Rider Tarot klären. Okay, meine Lieben. Heute am Vollmond für das Kollektiv aller Seelenverwandten. Was möchte sich zeigen? Nein, soll es nicht sein. Eine einzige Karte. Da verlasse ich mich immer auf meine Intuition. Manchmal sind es auch tatsächlich zwei Karten gleichzeitig, aber diesmal hatte ich das Gefühl, es möchte sich eine einzige zeigen. Mal sehen. Jawohl. Nein, es sind wieder zwei, schaut mal. Nein. Okay, jetzt haben wir sie. Oh, die Hohepriesterin ist hier gefallen. Toll, da hat sich das Warten gelohnt. Eine große Arcana-Karte. Und hier auf der Karte heißt es, schau nicht auf den Finger, der zum Mond weist. Schau auf den Mond selbst. Ja, diese Zitate sind immer sehr tiefgründig. Ja, vielleicht magst du dir das mal kurz vorstellen, wenn du mit deinem Finger auf den Mond zeigst oder weißt, ja, auf was schaust du dann? Schaust du auf den Finger oder schaust du auf den Mond? Was bedeutet das? Was ich hier wahrnehme ist, dass es jetzt in dieser Vollmondenergie für dich leichter ist, deine Aufgabe, die dieser Seelenverwandte in dein Leben bringt, zu erkennen. Denn die Hohepriesterin, die steht für
deine innere Weisheit, ja, dein höheres Selbst. Dieser Teil in uns ist der Teil, der alle Erfahrungen, die wir jemals in diesem Leben, aber auch in vergangenen Inkarnationen gemacht haben, vereint. Und wir können uns Zugang zu dieser inneren Weisheit verschaffen, wobei dies nur geht, wenn wir wirklich bereit sind, uns in den Rückzug zu begeben und nach innen zu lauschen. Ja, also die Antworten auf deine Fragen bezüglich des Seelenpartnerprozesses, in dem du vielleicht steckst, findest du nicht im Außen, sondern du findest sie im Inneren. Was mir jetzt sofort als Impuls zu diesem Zitat kam, ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder darüber gesprochen, dass es in so einem Prozess wenig Sinn macht, immer darauf zu hoffen, dass sich der andere verändert. Ja, das ist natürlich vor allem in den Liebesbeziehungen nicht so einfach. Ja, man hofft dann immer, dass der andere doch endlich seine Aufgabe erkennt, dass er doch endlich spürt, das ist eine ganz besondere Verbindung, dass er endlich oder sie ihrem oder seinem Herzen folgt. Ja, nur dann schauen wir auf den Finger und nicht zum Mond. Ja, also das heißt, es ist zu kurzfristig gedacht, wenn wir uns in dieser Verbindung immer wieder Gedanken darüber machen, was bei dem anderen Menschen vielleicht gerade ansteht, ja, was er oder sie sich mal anschauen sollte. Ich habe mich da auch in den letzten Wochen immer wieder weit aus dem Fenster gelehnt, habe da auch einige, ja, ich möchte schon sagen, herausfordernde Nachrichten von anderen Menschen bekommen, die solche Videos reihenweise veröffentlichen, ja, die immer nur darauf abzielen, Hoffnung zu schüren, dass immer mit dem Finger auf den anderen gezeigt wird, dass der doch endlich in die Gänge kommt. Das ist, wie ich finde, eine, ich möchte schon fast sagen, Lüge, die man sich da selbst auftischt, ja, denn wenn man sich sehr viele Videos anschaut, immer wieder in der Hoffnung, jetzt passiert endlich was, jetzt hat es dieser Mensch endlich verstanden, jetzt vermisst er mich und deswegen kommt er jetzt zurück, ja, das sind ja dann auch immer sehr, sehr, pompöse Videotitel, ja, die natürlich erstmal Klicks bringen, klar, da klickt man drauf, ja, aber wenn man wirklich mal in sich hineinspürt, und das macht die Hohepriesterin, ja, die geht ans Eingemachte, dann weiß man, dass das nichts bringt. Weil zum einen kannst du, wenn du solche Kanäle verfolgst, mal 2 Jahre zurückgehen und dann schaust du dir mal an, wie da die Videos hießen. Die hießen nämlich ganz genauso. Jetzt hat er oder sie es endlich verstanden. Jetzt kommt er oder sie endlich zurück. Ja, und dann fragt man sich natürlich, ja, warum ist das jetzt in den 2 Jahren denn noch nicht passiert? Jetzt heißt es immer noch, jetzt passiert was. Und was dabei verloren geht, ist, dass wir überhaupt die Chance wirklich wahrnehmen, die so eine Begegnung mit einem Seelengefährten zu uns bringt. Das ist die Blickrichtung direkt auf den Mond, ja? Also um nochmal bei dem Zitat zu bleiben, wenn ich auf den Finger ja, schaue, der zum Mond weist, dann werde ich niemals beim Mond ankommen, sondern ich bleibe beim Finger hängen. Und das ist in dem Fall die Hoffnung, dass der andere irgendetwas verändert, sodass es mir besser geht. Wenn ich aber den Mut habe, direkt auf Sinn und Zweck dieser Verbindung oder Begegnung zu schauen, nämlich direkt auf den Mond, ja, passt ja sehr schön zu der heutigen Vollmondenergie, dann wird mir vielleicht klar, was das Verhalten des anderen in mir auslöst. Denn darum geht es in unseren Seelenbeziehungen. Ja, es geht nicht darum, was tut der andere oder was tut er nicht, sondern es geht hauptsächlich darum, dich zu fragen, was macht das mit dir? Was macht das Verhalten des anderen mit dir? Ja, welche tiefen Wunden werden da angekratzt? Welche Ängste werden ausgelöst? Ja, die Angst, nicht gut genug zu sein. Eine der Hauptängste, die im Seelenpartnerprozess ausgelöst werden, ja, wenn vielleicht der andere
zunächst dir sehr zugetan ist, dann kommt ein plötzlicher Rückzug, ja, dann stehst du da mit deiner Urwunde des nicht gut genug Fühlens. Es ist sehr, sehr sinnvoll, sich dieser Angst zu stellen und die mal liebevoll zu betrachten, denn dann kommen wir auch schnell darauf zu spüren, was bedarf es denn an Heilung in uns. Ja, sehr passend die Hohepriesterin heute zu der Vollmondenergie. Okay, wir bitten mal um zwei Klärungskarten. Jawohl, da haben wir schon eine. Ja, könnte das stimmiger sein? Schaut mal, das passt so gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Die vier Kelche symbolisieren ja diese Wunde der Ablehnung und Zurückweisung. Ja, dieses Gefühl, nicht zu genügen, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, dass der andere sich vielleicht für einen entscheidet oder dass der andere seinem Herzen folgt. Es ist aber auch möglich, wenn wir hier diesen Mann betrachten, der sich so an den Baum lehnt, ja, dem wird hier ein Kelch gereicht, vor ihm stehen schon drei aufrechte Kelche, dass du spürst, dass du vielleicht aufgrund einer schmerzlichen Erfahrung in deinem Prozess dein Herz gar nicht mehr wirklich öffnen kannst. Ja, dieser Impuls kam auch gerade, dass du dich jetzt darauf besinnen darfst, welchen Zweck, welchen Sinn hatte denn das, was du mit deinem Seelengefährten durchlebt hast, für deine Entwicklung? Und dann wirst du sehr schnell darauf kommen, dass es dich weiter in die Liebe zu dir selbst führen sollte. Ja, fast alle Seelenbegegnungen zeigen uns sehr, sehr deutlich auf, wie weit wir schon in der Liebe sind. Und zwar in der Liebe zu uns selbst und in dem liebevollen Verstehen des ganzen Prozesses, ja, dieser Vorgänge, die da uns doch schon so manche schlaflose Nacht bereiten. Ja, wie viel Liebe lässt du da einfließen? Wie milde gehst du denn mit dir selbst um? Wie wertschätzend betrachtest du dich denn? Oder ist es tatsächlich so, dass du deinem Seelengefährten, wer immer das jetzt auch für dich ist, ja, das kann auch dein Chef sein oder dein Bruder oder eine Freundin, dass du deinem Seelengefährten vielleicht noch die Macht darüber gibst, wie du dich selbst siehst oder wie du dich fühlst? Gerade diese ganz besonderen Verbindungen, ja, sind prädestiniert dafür, diese Macht zu ergreifen, ja, nämlich unsere Verlustängste zu triggern, unseren Selbstwert in Frage zu stellen. Ja, und da ist es dann sehr, sehr sinnvoll, wenn wir uns wirklich mal in eine Art Vogelperspektive begeben und von oben auf die Situation schauen und mal aus dem Emotionsstrudel rausgehen und uns fragen, was macht das eigentlich alles mit mir? Wo entstand vielleicht diese Wunde, die dein Seelengefährte jetzt gerade aufreißt mit seinem oder ihrem Verhalten? In welcher Lebensphase? Vielleicht schon in deiner Kindheit? Ja, wenn du in deiner Kindheit vielleicht von deinen Eltern oder deinen engen Bezugspersonen nicht wirklich das Gefühl vermittelt bekommen hast, liebenswert, liebenswürdig zu sein, so wie du bist, ohne dass du dafür etwas tun musst, dann wirst du eventuell später einer verwandten Seele begegnen, die dir diese Wunde nochmal aufreißt, ja, dass du eben das Gefühl hast, du musst dich bemühen, so sein, wie der andere dich haben will. Du musst nur lang genug auf den anderen warten oder du musst genau die Erwartungen erfüllen, damit du Liebe und Zuneigung erhältst. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, ja, wo ist denn diese Urwunde eigentlich entstanden? Dann betrachtet man das Ganze mit einer gewissen Distanz, kann dann die Verbindung aufnehmen zur inneren Weisheit, ja, mal das höhere Selbst mit ins Boot nehmen und dann auch den Heilungsweg antreten. Ja, eine zweite Karte bitte noch. Warum fällt hier die Hohepriesterin? Jawohl, wir schauen uns die auch noch an.
Ja, vielleicht merkst du in dieser Vollmondenergie, dass du noch nicht ganz so weit bist, wie du dachtest, dass du wärst. Ja, das geht momentan vielen Menschen so. Hier fällt der Gehängte. Ja, viele von euch haben mir jetzt auch geschrieben in den letzten paar Tagen, ich verstehe das gar nicht. Ich war so gut in meiner Kraft. Und ja, das hat schon so ein bisschen begonnen mit dem letzten Vollmond vor 4 Wochen, dass ich mich nicht mehr so gut gefühlt habe, dass es im neuen Jahr einfach noch nicht so laufen will. Ich bin gefühlt wieder ein paar Schritte zurückgefallen. Der Gehängte fällt hier nicht umsonst. Ich betone immer den Lichtkranz um seinen Kopf. Wenn du im Moment ja mit diesem Vollmond vielleicht dieses Gefühl hast, dann bitte lass dich nicht entmutigen. Ja, denn unsere Entwicklung in spiritueller Hinsicht, die geht nicht linear immer nur nach oben. Wir durchschreiten immer mal wieder kleine Täler. Ja, es kommt immer mal wieder zu einem Rückschritt. Aber tendenziell ist es dann so, und das hast du vielleicht in der Vergangenheit auch schon mal erlebt, dass wenn du dann durch dieses Tal durch bist, du dich im Endeffekt ein Stück weiterentwickelt hast, wie du vor diesem Tal gewesen bist. Weil wir stärken damit auch unsere Resilienz, ja, unsere emotionale Widerstandsfähigkeit, unsere Seelenmuskeln sozusagen. Ja, unsere körperlichen Muskeln stärken wir ja auch nur, wenn wir wirklich mal an die Grenze gehen im Training, ja, wenn wir mal spüren, da zwickt's ein bisschen, ja, dann wächst der Muskel. Und genauso ist es auch mit unseren Seelenmuskeln. Also wenn du im Moment vielleicht das Gefühl hast, wow, das ist eine Phase, da geht es mir gar nicht gut, dann bitte nutze diese Vollmondenergie trotzdem, das Licht des Mondes auf deine Schattenseiten leuchten zu lassen. Da gab es heute Morgen einen ganz wunderschönen Tagesimpuls. Ja, vielleicht verfolgst du meine Tagesbotschaften, dann hast du es eventuell schon gelesen. Zudem heutigen Vollmond, da ging es genau um das Thema, ja? Licht ist immer heller und stärker als die Dunkelheit. Wenn du heute mit einer Kerze in den dunklen Raum gehst, dann vertreibt das Licht der Kerze an der Stelle, wo du stehst, die Dunkelheit. Und deswegen, auch wenn es ein bisschen schmerzlich ist, ja, wir werden im Moment so durch einen, naja, gefühlten Geburtskanal geschoben, damit wir dann aber gestärkt daraus hervorgehen, auch mit viel Neuem, was geboren werden möchte. Wir schauen uns noch die Unterseite des Decks an, das mache ich ja immer sehr gerne. Ja, was sage ich gerade eigentlich? Ich habe mal gesagt, ich bräuchte im Prinzip keine Karten mehr. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen in der letzten Zeit, dass ich etwas sage und dann kommt die entsprechende Karte eigentlich. Das heißt, ich brauche nicht mehr viel dazu sagen, denn die drei Kelche an der Unterseite des Decks, das ist die Erntedankkarte im Tarot und die fasst nur noch mal zusammen, was ich in den letzten 2, 3 Minuten schon erzählt habe, dass du am Ende die Früchte deiner Arbeit ernten wirst. Ja, also was ich hier spüre, es geht jetzt mit dieser Vollmondenergie hauptsächlich darum, dich in die Vogelperspektive zu begeben, zu gucken, welche Aufgabe bringt diese ganz spezielle Verbindung zu diesem einen Menschen in mein Leben? Ja, welche Urwunden werden hier aufgerissen? Wo sind diese Wunden entstanden? Wann sind sie entstanden? Und wie kann ich sie am besten zur Heilung bringen? Ja, das ist so ein bisschen der Grundtenor. Und auch da hat die Hohepriesterin den Rat für dich. Schaut mal, wie wunderschön die Sonne jetzt hier reinscheint. Seht ihr das hier? Kommt jetzt ein Sonnenstrahl noch von außen, um uns zu bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, wenn wir direkt zum Mond schauen und nicht auf den Finger, auf die Hand, ja, die zum Mond zeigt. Also übergeordnete Perspektive erkennen. Was hat dieser Mensch für eine Aufgabe für mich im Gepäck? Und dann mutig auspacken. Ja, das ist nicht leicht. Ihr wisst, ich spreche aus Erfahrung. Aber wenn wir die Aufgabe erkannt und gelöst haben, dann haben wir in uns eine Bank errichtet, meine Lieben,
da bringt uns so schnell nichts mehr aus dem Gleichgewicht. Ja, da fällst du dann auch nicht mehr tief zurück. Es kommt vielleicht schon noch mal der ein oder andere Tag, wo es einem nicht so gut geht. Das ist klar, ja, das ist aber auch nur menschlich. Wir sind Menschen, wir sind keine Roboter. Aber du hast dann in dir dieses innere Zuhause gefunden, in das du jederzeit wieder einkehren kannst. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch heute noch einen schönen Vollmondtag und freue mich natürlich, wenn ihr morgen wieder hier bei mir vorbeischaut auf meinem Kanal Heart and Soul Readings, denn morgen wird es dann im Laufe des Tages, wahrscheinlich morgen sogar erst Nachmittag, ein Reading geben zu den Mondenergien, das dann auch einen Ausblick auf das Wochenende gibt, denn dieses steht noch ganz im Zeichen dieses Vollmondes. Die Energien werden wahrscheinlich auf jeden Fall bis Sonntag im Kollektiv vorhanden sein. Und dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du wieder dabei bist. Ich freue mich auch, wenn du das Video likest, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn es dir gefallen hat, wenn du ein paar Impulse für dich mitnehmen konntest. Und jetzt schicke ich dir wie immer eine ganz liebe Umarmung und sage bis bald. Die Uli. Tschüss.